Dieser Bekannte hat einfach die ganze Hochzeit gelasert. Das ist völlig, völlig verrückt. Ich war am Wochenende auf einer richtig schönen Hochzeit. Tolle Location, gutes Essen, nette Leute, tolles Brautpaar. Insgesamt toll. Und als ich in einem ruhigen Moment dort saß, fiel mir ein, dass ich einen Patreon-Bekannten habe. Also erst Patreon, für 5 oder 10 Euro im Monat kann es auch werden. Link in der Beschreibung. Dann über WhatsApp in den letzten Monaten eher ein Bekannter geworden, dadurch, dass mal viel geschrieben wurde und er viele Probleme hatte. Er hat sich nämlich einen Laser aufgrund meiner Videos gekauft und hatte eine Idee. Aber warum nicht einfach die Idee mit dir teilen und dir mal dieses Endresultat, das Produkt zu zeigen, was jemand, der sich wirklich in der Nische spezialisiert, mit so einem CO2-Laser oder einem Diodenlaser drauf hat. Ich habe die Erlaubnis, die Bilder zu zeigen. Und bevor ich lang drum herum rede, gucken wir uns die an. Die sind sehr, sehr schön, wirklich. Fangen wir an mit der Hochzeitstorte. Nummer 1. Hier kann man am Schnitt sehr schön sehen, dass er den Kuchen relativ... Ganz komischer Witz, den ich gerade gemacht habe. Es geht natürlich um das Herz, was da auf den Kuchen drauf gesteckt wurde von Tamara und Jürgen. Auch an euch beide alles Gute. Mein Bekannter kann das ja an euch weiterschicken. Ich sag jetzt Bekannter, Patreon. Ja, das Patreon hört sich so verdenglischt an. Ein Bekannter. Also, Kuchen ist top. Springen wir mal schnell zum nächsten Bild weiter. Dann hat er dem Bräutigam ein Sag-Ja-Flachmann gemacht mit dem Datum drauf. Also sag bloß Ja heute. Und dazu nochmal ein Schuss Alkohol. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat. Ich hoffe auf jeden Fall. Unglaublich toll fand ich das Foto. Auf so Hochzeitsfeiern hat man ja immer eine bestimmte Sitzordnung und Braut und Bräutigam hatten jeweils Schriftzüge ausgelasert. Hier würde auch der Name Tamara oder Jürgen klappen. Aber Braut und Bräutigam hatten ausgelaserte Schriftzüge und das helle Holz abgehoben auf einem braunen Untergrundholz. Sieht sehr nice aus. Bindfaden durch, gleich die Seiten mitgelasert oder halt einfach reingebohrt, was Einfaches. Und ja, geil, oder? Also so simpel ist es und so toll kann dann eine Hochzeit aufgewertet werden. Hier nochmal schnell Braut und Bräutigam, also beim Standesamt, dann mit den eben beschriebenen ausgelaserten Schriftzügen. Super, super geil. Braut nochmal, Bräutigam habt ihr ja gerade gesehen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Nächste Idee. Das hier war zum Hinstellen auf die einzelnen Tische, auch wieder personalisiert. Tamara und Jürgen drin, das Hochzeitsdatum. Mehrere Herzen ausgeschnitten, dann zusammengeleimt und auf so ein Aststück geleimt. Sieht auch sehr, sehr geil aus, hat ein bisschen einen 3D-Effekt, so einen 3D... Wenn das auf dem Tisch steht und du kommst auf die Hochzeit, perfekt, oder? Das fand ich auch ziemlich nice. Da kombiniert man halt Deko mit Lasern, also diese Aststücke, diese Astschnitte. Einfach was drauf lasern, kleines Logo, Tamara Jürgen, 22.04., ein paar Herzen dabei und sobald du eine Blume draufstellst und dann und das mehrfarbig wird, wirkt es gleich irgendwie hochwertig. Also toll. Das habe ich nicht ganz verstanden, dieses Herz hier. Ja, ich glaube, das ist dafür da, dass man bei dem nächsten Teil, was ich euch zeige, bei dem nächsten gelaserten Produkt für die Hochzeit, das ist das hier. Und das ist auch schon wieder unglaublich, mehrfarbig, die Herzen da reinlegt. Also in die Kiste, in der Kiste liegen die Rohherzen, man nimmt die raus, dann schreibt man den Namen drauf und klebt die, glaube ich, oder steckt die. Ich meine, man klebt sie. Und am Ende hat man ein Bild, ein riesiges Bild, wo jeder Gast auf einem Herz unterschrieben hat. Ich finde das Design geil, die drei Farben finde ich sehr, sehr nice. Ich glaube, die rosa Herzen sind aufgeklebt, das ist, glaube ich, Deko, also nicht ausgelasert. Kann man wahrscheinlich so im Teddy oder im Action kaufen für 1 Euro. Das, ich habe zwar gesagt, ich finde es geil, also das Produkt an sich, es macht was her, für meine eigene Hochzeit, die nie stattfinden wird, ist es mir ein bisschen zu kitschig gewesen. Aber ist okay. Ne? Und diese Box, die ich gerade gezeigt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass da diese Herzrohlinge reinkommen, weil die liegt auch, ich habe irgendwo mal ein Bild gehabt, die liegt da. Die liegt auch zusammen auf dem Tisch. Oh nein, das ist eine andere Box.
Dieser Mann ist sehr, sehr fadenscheinig. Aber nochmal ein Foto zu den Aststücken, wieder eine andere Variation. Der ist völlig durchgedreht, der Typ, ey. Einfach Schriftzug, Name drauf, Datum drauf, eine schöne, wie nennt man das, Rosette? Nein, das heißt, glaube ich, nicht Rosette. Oh Gott. Ich wollte seriös sein, damit man das Video zeigen kann. Ja, diese, eine Schleife da drum. Also so eine Binde. Ich glaube, das heißt auch nicht Binde. Aber die Ringe da dran, ne? Das letzte Teil, jetzt ist es auch einfach zu viel, oder? Also, du musst dir vorstellen, du gehst auf die Hochzeit, das ist alles gelasert, was da rumliegt. Dabei ist auch alles personalisiert. Das letzte Teil, ich weiß nicht, ob man da irgendwie unterschreibt und das dann versiegelt. Das sieht für mich so aus, als wenn die Braut gefangen ist mit dem Band. Ja, dagegen spricht gar nichts. Ja, ich wünsche dir einfach viel Glück. Also, wenn ich da was Konstruktives zugeben kann, dann ist es Kraftpapier. Schnell, schnell, schnell fahren, so schnell, dass man gerade durchkommt, weil Kraftpapier brennt relativ schnell. Dann hast du noch Luftdruck dabei, ne? Nicht Druckluft, Luftdruck. Und du pustest die Flamme, du gibst der Flamme noch Sauerstoff und das ist schon, ich habe immer einen Feuerlöscher neben meinem Laser stehen dafür, ja, falls es mal brennt. Ja, und so kleine Schriftzüge. Ganz zum Schluss zeige ich nochmal einen für die Braut. Also meiner Meinung nach ist hier noch ein bisschen Luft nach oben. Man könnte das auf ein ganz anderes Level bringen. Man weiß ja, man kennt ja die Namen der Gäste. Und man könnte, anstatt dass man irgendwie mit einem Filzstift oder einem Edding die Namenskarten schreibt, wo die sitzen, jedem Gast Namensliste, 100 Leute, 150 Leute, das mal eben eingetippt in Lightburn, runtergelasert, das dauert 2-3 Stunden, ausgeschnitten, die Gravur reingelegt und dann ausgeschnitten im Outline, seht ihr hier, habe ich mal gezeigt in einem Tipp. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video zu. Nee, lieber nicht, hab's ja in dem Tipp. Wollte sagen, dass jeder Gast seinen eigenen Namen bekommt und eventuell machst du an den Namen oben links dann noch so ein kleines Löchlein dran und dann können sich die Gäste ihre Namen als Schlüsselanhänger mit nach Hause nehmen. Was halt auch ziemlich geil wäre, oder? Ey, das war's. Schon. So schnell ging's. Aber ist es nicht geil, wie viel Variation, und das ist ja noch nicht alles, jetzt habe ich sogar noch weitere Vorschläge gemacht, man für so eine Hochzeit machen kann mit wenigen Produkten. Und da geht noch viel mehr. Wir sehen hier keine Bilder oder persönlichen Gravuren vom Brautpaar aus dem Urlaub, die man noch irgendwo hinhängen könnte. Auf Schiefer Untersetzer, man könnte den Bräutigam und die Braut auf jeden Untersetzer drauf gravieren und der ganzen Gastschaft, sagt man Gastschaft? Ich glaube schon, der ganzen Gastschaft einen Untersetzer überall hinlegen, jeweils mit Braut und Bräutigam, sowas. Ich glaube, da geht super viel. Jetzt eine Frage an dich zum Ende des Videos. Kennst du Leute, die sich in so einem Bereich irgendwie spezialisiert haben, wo du sagst so, oh, das würdest du mal gerne mit allen teilen? Hau's in die Kommentare, ich lese mir es wirklich auch durch. Und wenn nicht, dann schreib doch einfach mal schnell in die Kommentare, welcher der Ideen dir am besten gefallen hat. Dauert 10 Sekunden. Mir persönlich, der Flachmann. Er ist wirklich ist eine Legende. Ja. Und das war's für heute. Bisschen reden, paar Ideen, bisschen Mikrokosmos erweitern. Heute mal schnelles Video. Das war's. Ich wollte dir nur diese Ideen zeigen. Ja. Alles Gute an... Oh, nee, ich habe eine Idee. Ansonsten gebe ich dir ja immer einen Kuss. Heute extra für Tamara und Jürgen. Kommt her. Wenn er das denen schickt, die werden so hart schockiert sein von mir. Haut rein.